Der erste Beitrag, den ich jetzt auch gleich fürs Friedensbüro mache, zum Thema Fluchtursachen. Wenn wir endlose Kriege haben, wenn Menschen vor Kriegen und Armut flüchten müssen, müssen wir uns nach dem Warum fragen. Wenn der Terror auch Europa erreicht, wenn junge Menschen sich veranlasst sehen, sich selbst und andere umzubringen, warum tun sie das? Wo kommen Wut, Hass und Gewalt her? Und was hat das mit uns zu tun? Mit unserem alltäglichen Verhalten, mit unserer Lebensweise, mit allgegenwärtigem Rassismus, mit unseren Regierungen, die für uns handeln, mit unseren Konzernen, die uns Billigstpreise servieren, mit der ungerechten Wirtschaftsweise weltweit. Wir müssen unsere alltägliche Lebensweise ändern. Wir müssen aufschreien, immer noch lauter, wenn Menschen unter den Folgen der globalen Wirtschaftsweise leiden. Wir müssen Druck machen. Und mit allen, die hier und weltweit darunter leiden, solidarisch sein. Denn warum fliehen Menschen? Weil sie sich bei uns in unsere soziale Hängematte fallen lassen wollen? Uns unseren von uns ach so hart erworbenen Wohlstand wegnehmen wollen? Darum begeben sie sich in Lebensgefahr? Kommen zu einem erheblichen Teil auf der Flucht um? Ertragen Mühsal, Hunger, Erniedrigung und Gewalt während ihrer Flucht? Schauen wir uns doch an, was unsere Medien jeden Tag zu bieten haben. Verzweiflung, Schlamm, ein Gestrandetsein vor der Wagenburg Europa. Menschen flüchten vor Kriegen, Gewalt, Terror, Armut, Hunger und lassen ihre Heimat hinter sich. Sie flüchten vor den Folgen von Klimakatastrophen, weil ihre Böden verdorren oder überflutet werden. Sie flüchten, weil ihren Böden das Wasser entzogen wird, damit wir rund ums Jahr exotische Früchte genießen können. Sie fliehen, weil die Billigexporte aus dem industriellen Norden ihre Märkte überfluten und ihre Subsistenzwirtschaft vernichtet wird. Und weil die Mineralien, die seltenen Erden, die sie aus dem Boden schürfen, zum Teil als Bestandteile hochtechnisierter Waffen ihnen wieder um die Ohren fliegen. Sie fliehen, weil unsere auch so hochmoralischen Regierungen mit diktatorischen, patriarchalen, korrupten Regierungen zusammenarbeiten, wenn dies ihren Interessen entspricht. Und Frauen fliehen vor Genitalbeschneidungen, Vergewaltigungen, sexualisierter Gewalt. Aber bei uns und auf den Fluchtwegen gibt es viele Menschen, die sich für geflüchtete oder flüchtende Menschen einsetzen. In der Zeitung, in der Hannoverschen Zeitung stand über ein Treffen von Flüchtlingshelferinnen in Linden die Überschrift zu lesen: Anwohner wollen mehr Flüchtlinge, sie wollen ihnen helfen. Das ist eine Botschaft. Lasst uns doch bitte einen kurzen Applaus spenden für die Menschen, die dies verdient haben. Die helfen und unterstützen, wo immer sie können. Und zum Schluss ein Wort zu dem, wie wir uns die Welt wünschen, für die wir kämpfen. Helmut Schmidt soll einmal gesagt haben, Menschen mit Visionen gehören ins Irrenhaus. Wir meinen, wir brauchen Menschen mit Visionen, Utopien und viel Kraft, um aus dem Irrenhaus Welt eine friedliche, menschengerechte Welt zu machen. Eine andere Welt ist möglich, kämpfen wir dafür.